Hallo, in diesem Video möchte ich die Rasterbeschriftung zeigen. Ich habe ja im letzten Video diesen Rahmen gezeichnet. Ich habe diesen einfach nur mal einfach weiterkopiert, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Davor würde ich euch jedoch wieder bitten, meinen Kanal zu abonnieren und den Daumen nach oben zu zeigen, weil das würde natürlich den YouTube-Algorithmus die Verbreitung der Videos erheblich erleichtern. Vielleicht kennen Sie auch schon meine Homepage, die ich erzeugt habe, wo ich alle Videos, welche auch nicht auf YouTube sind, auch dargestellt habe und ganz viele weitere Videos vorhanden sind. Dazu müssen Sie sich einfach kostenlos registrieren. Der Link befindet sich unten in der Videobeschreibung. Und jetzt möchte ich aber auch schon mit dem Video starten. Das heißt im Grunde genommen die Rasterbeschriftung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich diese Rasterbeschriftung verwenden kann. Das erste ist, wenn ich diese manuell mache. Das heißt, ich mache hier einfach mal einen Zeichnungsrahmen, damit es einfach ein bisschen schöner und ausführlicher aussieht. Das heißt, ich wechsle hier einfach mal den Hauptmaßstab bzw. füge mir hier einen Zeichnungsrahmen ein. Okay, ist natürlich hier ein bisschen zu groß. Könnte natürlich hier auch jederzeit die Ansicht wechseln. Das heißt, ich werde das hier auch mal zeigen. Und zwar möchte ich hier eine Ebene hier drauflegen. Die X-Ebene wurde hier in die Höhe gezogen und mit diesem Befehl könnte ich hier auch diese Ansicht jetzt drehen, damit sie auch besser auf den Plan passt. Ich wechsle hier nochmal den Ansichtsmaßstab und jetzt sollte es auf den Rahmen passen. In diesem Fall macht es das nicht. Dann wechsle ich hier einfach mal auf einen A0-Rahmen. So. Jetzt ist der erste Schritt der Rasterbeschriftung. Jetzt kommen wir endlich dazu. Und zwar im Stahlbau habe ich hier die Möglichkeit, die Rasterbeschriftung zu erzeugen. Das heißt, ich kann hier diese Rasterbeschriftung erzeugen, entweder einzeln, ich möchte hier aber nur die Ansicht auswählen. Die Lage der Texte soll links und oben sein. Die Einstellungen der Beschriftungen kann ich hier natürlich definieren, mit welchen Farben, welcher Schrift, was auch immer. Und mit OK kann ich hier die Ansicht anklicken und habe hier automatisch meine Rasterbeschriftung. Im Grunde genommen muss man sich vorstellen, ich kann hier natürlich auch den Raster noch ausblenden, damit das hier einfach übersichtlicher aussieht. Ich kann diese Texte auch mittels Drag und Drop nehmen und verziehen und somit habe ich hier auch eine Möglichkeit, dies abzuändern. Natürlich rechte Maustasten auf diese Fahne und ich kann diese natürlich auch weiter editieren. Ein zweiter Schritt, wie ich diesen Raster beschriften lassen kann, wäre hier in diesem Fall mit der Montageplanung oder Montagezeichnung. Und zwar möchte ich hier im Grunde genommen diesen Raster über die Ansicht auswählen. Das heißt, ich möchte hier die Voransicht als Ansicht definieren. Ich kann hier verschiedene Möglichkeiten einstellen. Das werde ich wahrscheinlich in einem weiteren Video vielleicht ein bisschen genauer erklären. Und möchte hier die Bemaßung, und zwar um diese Bemaßung geht es hier, erzeugen. Mit OK wird mir hier aus dieser Ansicht eine neue Ansichtsgruppe erzeugt und man sieht hier automatisiert wird hier die Rasterbeschriftung erzeugt und ich habe natürlich hier auch automatisiert meine Höhenquote am Plan. Ich hoffe, euch hilft das Video weiter und möchte euch nochmal darum bitten, ein Like und ein Abo zu hinterlassen. Danke.